Kuckuck. Und Prösterchen. Bisschen windig hier. Herzlich willkommen zurück zu Jack Zockt Tomb Raider von 2013. Es ist ein wenig frisch hier oben. Wir haben Grotten. Hey! Hast du gesehen, Lara? Die haben uns eingesperrt. Guck mal da. Jo, nu? Jo, nehmen wir das hier mit. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Nein. Halt nicht. Mir ist übrigens mal ganz so nebenbei aufgefallen. Laras Hose ist doch blau. Und etwas schmutzig und ganz besonders am Arsch. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. So, nochmal zurück. Wir waren gerade bei Laras Arsch. Arsch. Wer weiß, was sie da gemacht hat. Was fällt schon irgendwie auf? Oh je, das war doch hier wieder sowas Rätselhaftes. So ist ja. Mit der Kurbel. Das wird nix. Jo. Hoppala. Ach, hier liegt noch was. Yay. Mensch, wer wird denn? Auf! Was liegt denn hier? Was? Komplette Karte. Erholungsgebiete ansehen. Bitteschön. Und nu? Ja, ja, wird schon richtig sein. So. Was machen wir damit? Damit machen wir es auf. Bleibt das auf? Oder muss ich hier schnell sein? Können wir das wieder zumachen dort oder nicht? Ups. Oh. Bestimmt, oder? Oh, zu. Ich glaube, das müssen wir sogar zumachen, oder? Irgendwas war hier. Man sollte es nicht so ein Seil dran.
So. Ich muss irgendwie darauf kommen. Hier hat noch gerade zugemacht. Von da den Sprung, den schaffen wir nicht, oder? Ich glaube, wir mussten das Ding hier runterstellen. So, nu? Ich glaube... Na, nicht dort runter, springen! Ach, verdammte Scheiße. Hä? Nee, das war auch nicht richtig. Das Ding muss also nach oben hängen, oder? Damit wir rankommen. Na, kuppeln wir das nochmal hoch. Lara, hier, Kurbel drehen. Nee, du sollst Kurbel drehen. Das soll oben hängen bleiben. Ja, genau. Ich glaube, ich muss dich bis ganz nach oben. Hm? Ach hier. So. Hier lang. Ups. Ja, ich glaube, so komme ich nicht hier ran, aber so komme ich dort ran. Verdammt. Ich glaube, da bin ich damals schon dran verzweifelt. Na los, hoch. Das ist, wenn ich das von hier drüben aus mache. Kann ich das Ding hier irgendwie... Das ist zu hoch. Ja, Mädel, das ist mir unklar. Das ist... Ich glaube, die war denn da als Mensch. Wenn ich es jetzt so runterlasse. Das ist zu hoch, sagst du. Wenn ich sie hier ranhole. Ach nee, Moment. Muss ich jetzt vom obersten Stockwerk aus machen oder von hier? Ach. Ich komme noch dahinter, Leute. Ja, hoch hier. So, so war das. Aha.
bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Jetzt machen wir erstmal durch die Tür auf. Was nu? Kann ich das hier durch ranziehen und die Tür aufschlagen? Keine Ahnung. Wo kommen wir jetzt überhaupt her? Von da oben. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ich glaube, wir kommen gleich zum letzten Schnellreiselager. Lara am Lager. Lara Lager. Was guckst du denn zurück? Ah, hier ist es dunkel. Im dunklen Keller drunten, da habe ich eine bimpern wollen. Jetzt habe ich sie nicht gefunden. Im dunklen Keller drunten. Kennt ihr das? Kein Zurück mehr. Ich dachte, du hast wieder was zu erzählen. Komm hier, machen wir zu einer Meistermörderin. Feuern sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Töten und Belohnungen passen immer ganz gut zusammen. Oh, was haben wir hier noch? Das ist auch wieder alles zu teuer, ja. Für Bogen ist es zu teuer. Hier, 650. Das haben wir. Alles zu teuer, ja Mensch. Ne, das können wir mitnehmen. Ja, Schlissen. So, meine süße, hübsche, schnuckelige Lara. Weiter, ja. Was? Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Was du nicht so alles kennst, Lara. Ja, ich bin so doof und renn wieder zurück. Hier, komm hier rein. Dann hätte Lara eigentlich auch was Wärmeres anziehen können. Königin, ein guter Preis für die Freiheit, die ich finde.
Wo ging jetzt weiter hier? Da oben sind so die Kletterdinger. Hier ist eine Tür auf. Wir sind hier schon im ziemlichen Endgame, muss ich sagen. Jo. Ach, da oben. Da lang. Ups. Hoch da. Ach, darüber. Oh, süße. Hopsala. So. Weiter, weiter, weiter. Wo jetzt hin? Darüber oder was? Oh, da lang. Ups. Und ups. Rüber. Und hoch da. Also, dass wir das jetzt in einer Folge jetzt noch fertig bringen, das glaube ich nicht. Vor allem, weil wir hier wieder so ein Rätsel haben. Na gut, so schwer war es ja jetzt auch nicht. Oh, weiter hier. Und wie sind der Matthias und die Sam jetzt? Wo lang? Wo lang? Leute, da oben. So. Wie sind der Matthias? Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Darf ich jetzt endlich mal quatschen hier? Wie sind der die Sam und der Matthias hochgekommen? Die haben bestimmt denselben Weg genommen. Aber braucht schöne Klettereinlagen für Lara. Rüber da. Da rein. Das ist aber nett, oder? Windgeschützten Pfeile, die faszinieren mich immer wieder. Jetzt müssen wir da runter, oder? Ja, komm, halt dich fest. Rüber da. Oder da lang. Hier lang oder da lang? Da lang. Hoch und runter. Immer runter. Hier gibt's noch einen Erholungsort, ich weiß es nicht. Machen wir erstmal Pause, erstmal ein Schnittchen. Wo lang? Da lang. Auch schöne Klettereinlagen hier wieder für Lara. Wo lang? Da lang. Oder? Ja. Da oben lang. Kletter, 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 hoppala, hoch. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Schreibt mal genau zu dieser Minute ja in die Kommentare, wenn ihr mich hört. Nein! Rüber!
Hoch da, machen wir bitte schneller hier, wir haben keine Zeit. Na, hoch da. Müssen die Pfeile ausgerechnet jetzt merken, dass der Wind weht? Also das, wenn wir das jetzt in 10 Minuten hier schaffen, das müsste an der Wunder grenzen. Nein. Lara, duck dich. Nein, Scheiße. Haut doch mal auf mit der Scheiße. Oder noch? Mensch, ich will ihn da ausbeuten. Nimm auf! Na was nun, komm. Weiter, ja. Natürlich ist sie bewaffnet. Und das alle? Ach, da kommt ja noch so ein Blitz an. Natürlich bringe ich euch alle um. Habt ihr das gesehen, wie Lara das gemacht hat? Das hat mir gefallen. Mumpeln sammeln. Hops hoch. Ich komme hier gleich in eine ganz eklige Stelle, so ein
Ob wir das in 5 Minuten schaffen. Da hat man ja wirklich schon die Finalfolge. Also wir müssen gegen den da kämpfen. Dann will ich bloß mal wieder daran erinnern, wie das richtig war. Nee, so nicht. Du musst irgendwie von hinten, oder? Wie war denn das, Mensch, Leute? So, er müsste irgendwie, wenn er sich bückt oder so. Ja, da hält sich nämlich den Rücken. Das schon alles war, was wir machen müssen, weiß ich auch nicht mehr. Och nee, jetzt geht das wieder los. So war das. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Aua, Scheiße. Nein, Scheiße. Yeah.
Nein, scheiße. Nee. Wir haben's doch bald, ja fast. Nein. So, das war eigentlich der Endboss. Jetzt müssen wir bloß noch hier die Quicktimes mit dem Matthias oder hinkriegen. Und dann sind wir eigentlich durch. Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir hier schon und herzlich willkommen beim Finale. Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Naja, gut. Nee. Genau das meine ich. Dieses Quicktime-Zeug hier, das ist zum Kotzen für mich. Wenn wir das mit dem Quicktime jetzt hingekriegt haben, ist das Ding durch. Na, kommt noch was? Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft.
dir wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. A survivor's born. Und damit wären wir durch mit Tomb Raider aus dem Jahr 2013, der hochgehypte Reboot. Und bereit für Rise of the Tomb Raider. Für euch dürfte heute Sonntag sein, also können wir morgen am Montag quietschvergnügt mit Rise of the Tomb Raider weitermachen. Und Lara hat gerade so schön gesagt, sie muss verstehen. Ja, ich würde auch gern verstehen, warum wir die Lara, so wie wir sie hier hatten, nie wiedersehen werden in einem weiteren Teil. Na gut, Shadow of the Tomb Raider kommt ein bisschen so ein bisschen ein, wenn man sich Lara ansieht, ein bisschen daran. Aber es geht ja nicht allein um Lara. Es geht ja auch natürlich hauptsächlich um das Spiel an sich. Oh. Das Spiel an sich war natürlich nicht wie die alten Tomb Raider Teile. Da haben sich ja die Fangemeinden gespalten oder selbst Shitstorm. Einige haben das Spiel gelobt. Ich lobe dieses Spiel, weil eben Lara mir so gut gefällt, vor allen Dingen. So, spielen lässt es sich auch ganz gut, wegen den Shooter-Einlagen hier mit den ganzen Gegnern. Naja, das ist halt modern heute irgendwie, das ist ja nicht nur bei Tomb Raider so, das ist bei anderen Spielen auch so, da wird auch mehr geballert als alles andere eigentlich. So, für mich ist dieses Tomb Raider ein anderes Tomb Raider. Ein neues, mit den alten nicht zu vergleichen. Die alten stehen genauso da, wie sie sind. Und wir haben ja jetzt noch Rise of the Tomb Raider vor uns und eben Shadow of the Tomb Raider, worauf ich hinspiele. Und man sagt ja so, Shadow of the Tomb Raider soll der letzte Teil der Reihe sein. Und da die Marke Tomb Raider niemals aufhören wird, wird es dann auch wieder einen neuen Reboot geben oder eine Vorgeschichte oder weiß der Teufel was. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf Rise of the Tomb Raider. Und dann im Anschluss, insofern das dann auf Shadow of the Tomb Raider. Wir müssen jetzt die Folge 20 haben. Ist eine ganz gute runde Zahl. Gefällt mir ganz gut. Ja, was gibt's noch zu dem Spiel zu sagen?
modernes Action-Adventure. Sieht alles ein bisschen realistischer aus als in den älteren Teilen jetzt. Vor allem Lara. Ja, ich kann nicht umhin, Lara eben, was das angeht, so ein bisschen zu vergöttern hier. Meine Lieblings-Videospielfigur, weil sie einfach, ja, so ist, wie sie ist, also wie sie sie gemacht haben hier in dem Spiel. Jo. Jo. Realismus. Die eine Seite ist die Optik in dem Realismus und die andere Seite ist natürlich die Logik. Da hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Aber die Logik hier, ich meine, an so vielen Ecken und Enden, wo Lara schon lange hätte dort sein müssen. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich meine, so viel Grips sollte man schon haben, dass man das erkennt, dass man nicht sagt, ja, das ist eine super Frau, die hier ja unsterblich ist. Die ist nicht unsterblich, haben wir ja gesehen. Ich habe ja geschafft, euch mehrfach zu zeigen, wie Lara hier, naja, traurigerweise ihr Leben lässt. Ja. Jogik wollte diese astreine Realismus-Option mit der absolut realistischen Logik. Das wird es kaum ein Videospiel geben. Dafür sind es Videospiele. Ja, die Helden haben Narrenschutz, das war schon immer so. Das wird auch immer so sein. In Rise of the Tomb Raider wird es auch nicht anders sein. Bei Shadow of the Tomb Raider, ich habe es noch nicht gespielt, wie gesagt, wird es auch nicht anders sein. Und wenn man das so wenn bereit ist, das zu akzeptieren, kann man auch das Spiel akzeptieren. Ich bin bereit, das zu akzeptieren. Damals schon, jetzt wieder für euch hier in der Aufnahme. Was gibt's hier während der Credits noch zu sagen? Keine Ahnung. Wir haben jetzt ein Stückchen 10 Minuten Überlänge hier, aber beim Finale nehme ich mir das einfach raus. Ja. Das war mal bei einem anderen Projekt Gothic schon so, wo wir vor 2 Tagen das Finale hatten. Passt eigentlich ganz gut, da können wir mit beiden Projekten eigentlich wieder in die nächste Runde starten. Wie viele Leute da mitgearbeitet haben. Ganz besonders glücklich war ich ja, dass wir hier die. Dass ich hier die PC-Variante spiele mit einer hohen Grafikeinstellung, dass wir Laras seidenweiches Haar so schön gesehen haben und nicht so, naja, ich sag mal, in etwas schlechterer Grafik, wie es zum Beispiel die PS3 hat. Und der PS4 haben wir ja die, auf der PlayStation 4 haben wir ja die Definitive Edition, die ja hier dieselben Haare hat, ergibt wie hier bei meinen höchsten Grafikeinstellungen. Und hier ist das, wie ich am Anfang schon gesagt habe, alles ein bisschen gemischt. Das hübsche, wunderschöne Gesicht, wie ich finde, von der PS3 mit den. Hier sehen wir zum Beispiel den Cast, wer alles hier dafür Probe gestanden hat, für die Motion Capture Einlagen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei der Grafik. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sonderlich große Unterschiede jetzt zwischen der PS3-Version sehe. Der einzigste besondere Unterschied sind eben Laras Haare. In den Cutscenes hat man es gesehen, wie sie auf der PS3 aussahen. Ja, wo sie auf dem Schiff war, hat man es bei den Cutscenes. Aber ansonsten, ja. Und ich bin auch froh, dass die Cutscenes hier so gemacht sind, dass die auch das richtige Outfit anhat. Weil es gibt ja auch Spiele, ich will jetzt keins nennen, da sind in den Cutscenes sind dort die originalen Outfits zu sehen, wenn man jetzt optionale Outfits hat. Man zieht ein Outfit an, aber in den Cutscenes sind die originalen Outfits zu sehen. Das finde ich scheiße.
Es ist schön, dass wir das bei Lara hier nicht so hatten, sondern dass sie hier in voller von mir gewählter Montur hier überall zu sehen war. Und wie ihr gesehen habt, mein Outfit-Liebling, mein Favorit ist eben mir das blaue hier, was Anna hatte mit, ja, in Anführungsstrichen Jeans, sage ich jetzt mal. Mit diesem etwas dickeren, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt kugelsicheres Shirt sein sollte, kugelsichere Weste. Das scheint mir aber auch logischer, sowas ihr anzuziehen, als ihr dünnes, sexy Tanktop. Deswegen habe ich das dann halt einfach so gemacht. Die Freiheit habe ich mir rausgenommen. Und ich werde jetzt ganz einfach mal aufhören zu quatschen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte über das Spiel. Wir freuen uns auf... Ich hoffe, ihr freut euch mit mir auf Rise of the Tomb Raider. Auf... Shadow of the Tomb Raider. Und bevor wir hier zu lange uns hier mit den Credits abgeben müssen und hier das die Überlänge überhand nimmt, sage ich, werde ich gleich die Aufnahme beenden. Dann sage ich ganz einfach mal an dieser Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Für die Kommentare, die gekommen sind, die kommen noch kommen werden. Daumen nach oben, die gekommen sind, die noch kommen werden, hoffentlich. Und damit verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen.